Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um das Dschungelcamp und diesmal haut eine altbekannte Trash Queen raus. Ja, bekannt aus dem Sommerhaus, bekannt vom Promibüsen zuletzt. Lisa haut ordentlich gegen Anja raus und das auch vollkommen zu Recht, denn Anja hat sich, finde ich, im Dschungelcamp auch nicht gut verkauft. Der Vater erst recht nicht, wenn euch das interessiert, schaut gerne die letzten Videos an. Da ist auch nochmal einiges für euch aufgearbeitet und da gab es einige Skandelchen. Man muss sagen, bei Anja ist das doch recht unschön, wie übergriffig sie teilweise auch ähm, wurde, wenn sie über... David Odonker gesprochen hat. Ja, der ehemalige Fußballer, unter anderem von diesem Verein hier hinten, hat ja äh, dort äh, bislang ja, sein Ding gemacht, ist ein bisschen herrisch unterwegs, wenn er da das Sagen hat. Dann wird das Klopapier rationiert und eingeteilt. Kann man auch ein bisschen affig finden, muss ich ganz ehrlich sagen, aber. Er hat ja seine äh, strikten ähm, Dinge. Er ist so ein bisschen Coach. Man merkt, wie er redet dann mit den Leuten. Auch nimmt auch so eine Lucy mal zur Seite und sagt: Mensch, wäre vielleicht auch besser gewesen, wenn du es so und so gemacht hättest. Die nehmen dann aber auch durchaus die Ratschläge von ihm an. Also, ähm, das macht er schon gar nicht so schlecht. Also, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass er so bei Jugendteams schon ein ganz guter Trainer wäre. Und so also unerfolgreich war ja im Fußball auch nicht, ja? muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Es geht ja darum, dass Anja sehr übergriffig gegenüber äh, David Dodonka war und am Anfang ja, wusste man ja nicht, ist sie jetzt einfach nur so ein bisschen verschossen in ihn oder möchte sie jetzt einfach nur ja, Screen Time haben und weiß okay, ich muss jetzt hier irgendwie so eine Liebschaft erfinden, damit ich irgendwie so ein bisschen im Gespräch bleibe oder ähm, ja, auch der Punkt, wusste sie es oder nicht, ja, dass David O'Donker vergeben ist. Nach dem dritten Tag war dann klar, sie wusste es und ihr wäre das auch vollkommen egal. Und sie würde auch quasi über Leichen gehen und damit David O'Donker was anfangen, wenn, wenn sie Bock drauf hat und dann wäre jetzt die Freundin von David O'Donker egal. Ja, das ist auf der einen Seite, vielleicht sagt ihr ja, ganz ehrlich und total toll, dass sie so ehrlich ist, auf der anderen Seite aber auch total übergriffig und daneben. Ja. Muss man das so machen und muss man dann auch im Umkehrschluss so eklig über David Donkor sprechen? Ich würde definitiv sagen, nein, denn ähm, das geht einfach nicht, dass man so unter die Goethe-Linie geht. Ja, sie hat ja auch gesprochen, mein ist bestimmt gut bestückt und wie auch immer. Sie hat ja da geschwärmt und auch von ihm geträumt und ähm, ja, ein bisschen schwärmen und man man kann ja auch über den Traum erzählen, wenn sie dann wirklich von ihm geträumt hat, ja meinetwegen, ja, für die Quote äh, kann man es machen, ja, aber muss das jetzt auf Dauer so durchgezogen werden, auch bei diesem Lagerfeuer war das zum Teil sehr unangenehm, also er ist halt ja sehr gekonnt, auch mit umgegangen, ruhig zu bleiben, ja, und einfach, ähm da seine Zeit mit ihr abzusitzen und ist gar nicht so großartig mit ihr ins Gespräch gegangen. Und das hat sie anscheinend noch mehr angespornt. Und, und ja, ich weiß nicht. Ich finde es ganz, ganz schwierig und muss sagen, da bin ich sogar echt mal bei Lisha, die auch sagt: Mensch, was ist denn da los? Was wäre denn, wenn jetzt mein Mann dort im Dschungelcamp wäre und dort sich eine junge Frau dann an diesen vergebenen Mann versucht dran zu machen und auch gar keine Grenzen kennt, ja, auch bei der Artikulation, wenn er nicht hinhört, hört, ja, und selbst wenn er hinhört, ist sie auch irgendwie komisch. Und da kann ich, muss ich sagen, ja, eine Lisha, Trommelwirbel, echt mal verstehen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber seht selbst. Boah, Leute, ich bin gerade so geschockt und angewidert zugleich. Zurzeit haben wir das nicht geschafft, Ibis zu gucken, weil wir ja in Berlin waren und ähm, viel gearbeitet haben im Studio und wir waren einfach immer zu spät im Hotel. Und gestern Abend habe ich die Stunde danach eingeschaltet und habe dieses Thema mitbekommen, dass ähm, diese kleine Göre da ähm, im Dschungelcamp sitzt und sich an einen vergebenen Mann ranmacht. Und da hieß es aber gestern noch, sie würde nicht wissen, dass er vergeben ist. Deswegen dachte ich mir, okay, wenn sie es nicht weiß, dann ist es ja nicht so schlimm. Jetzt gucke ich gerade die Folge von Tag 3 nach und sehe, dass sie ja doch auf diesem Baumstamm sitzt und sagt, es wird Hate kommen und dann im Interview, sie wird Hate bekommen, weil David O'Donker ja vergeben ist und sie sich trotz seiner Freundin in ihn verlieben könnte. Leute, was ist das für ein ekelhafter Mensch? Boah, Leute, ich bin gerade so geschockt und angewidert zugleich. Zurzeit haben wir das nicht geschafft, Ibis zu gucken, weil wir ja in Berlin waren und ähm, viel gearbeitet haben im Studio und wir waren einfach immer zu spät im Hotel. Und gestern Abend habe ich die Stunde danach eingeschaltet und habe dieses Thema mitbekommen, dass ähm, diese kleine Göre da ähm, im Dschungelcamp sitzt und sich an einen vergebenen Mann ranmacht. Und da hieß es aber gestern noch, sie würde nicht wissen, dass er vergeben ist. Deswegen dachte ich mir, okay, wenn sie es nicht weiß, dann ist es ja nicht so schlimm. Jetzt gucke ich gerade die Folge von Tag drei nach und sehe, dass sie ja doch auf diesem Baumstamm sitzt. Sie erzählt davon, wie sie davon geträumt hat, dass sie mit ihm schläft. In dem Wissen, dass seine Freundin, seine Frau, was auch immer sie ist, zu 100 Prozent gerade dabei zuguckt. Aber als ob das nicht reicht, spekuliert sie noch darüber, wie groß das Ding in seiner Hose ist. Leute, wie widerlich kann ein Mensch eigentlich sein? Ganz ehrlich, ey, wenn ich mir vorstelle, ich sitze hier in Mallorca und gucke meinem Mann zu, wie er im Dschungelcamp ist und ich sehe da so ein kleines Weib, die darüber redet, wie sie davon träumt, mit meinem Mann zu schlafen und darüber spekuliert, was er an seiner Hose hat. Ekelhafter Mensch, einfach nur ekelhaft respektlos. Und das tut mir so leid für die Frau und auch für David, weil der kriegt den Dreck gar nicht mit, wie respektlos seiner Freundin gegenüber. Ich hasse solche Frauen wie die Pest. Sie erzählt davon, wie sie davon geträumt hat, dass sie mit ihm schläft. In dem Wissen, dass seine Freundin, seine Frau, was auch immer sie ist, zu 100% gerade dabei zuguckt. Aber als ob das nicht reicht, spekuliert sie noch darüber. Wie groß das Ding in seiner Hose ist. Leute, wie widerlich kann ein Mensch eigentlich sein, ganz ehrlich? Fazit des Ganzen: meine Güte, Anja ist echt schwierig und absolut übergriffig. Und ich bin da voll auf der Seite von Lisa und ähm, bin auf eure Kommentare jetzt gespannt. Was sagt ihr zu dem ganzen Thema? Sagt ihr auch, Mensch, das geht ja gar nicht, was sie da treibt. An ja, einem Vergebenen macht man sich grundsätzlich nicht ran. Und schon gar nicht auf so eine plumpe und ja auch übergriffige Art und Weise. Und das wirkt echt wie ja, ein Teenie, ja, wo selbst die hoffentlich ein besseres Benehmen haben, ja, mit 12, 13, 14, die schwärmt und da irgendwelchen Mist ähm, in der Mädelsklicke erzählt. Nur, dass das halt ein Millionenpublikum mitbekommt und äh, sie sich da, glaube ich, auch bewusst ist, dass sie dann dadurch Thema sein wird und auch bekannter dadurch werden wird. Und wahrscheinlich auch in den nächsten Shows hier und da gebucht werden könnte. Also ich glaube, die werden wir nochmal irgendwo sehen, denn sie funktioniert ja zum Teil sogar mit ihrer Art und Weise bei solchen Prüfungen ist das halt durchaus interessant. Ich freue mich auch sehr auf die Dschungelprüfungen, die wir dann, wenn das Video hier kommt, dann schon gesehen haben werden. Aber das wird bestimmt ähm, lustig werden und... Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht mit Anja und David Odonkor. Ich wünsche auf jeden Fall David O'Donker ähm, viel Kraft und äh, gute Nerven und äh, ich hoffe auch, dass er im Nachhinein das Ganze mit Humor sieht. Denn auf der einen Seite kann es schmeichelnd sein, aber wenn es dann so unter der Goethe-Linie ist, ja, kann das auch Männer verletzen. Ja, wir sind auch Menschen, wir haben auch Gefühle, ja. Und wenn man dann so unter der Goethe-Linie ist, weiß ich nicht, braucht man das als Mann? Glaubt nicht, oder? Also, ich zumindest nicht. Schreibt eure Meinung sachlich unten rein und ich bin gespannt, was ihr so sagt zu dem ganzen Thema. Bis dann und ciao, ciao.